Wir sprechen über das Bündnis Freie Bildung, das inzwischen schon 5 Jahre alt ist, aber auch große Pläne für 2020 hat, die wir uns anhören wollen. Wir treffen dafür Dominik Theiß von Wikimedia Deutschland und Koordinator des Bündnis Freie Bildung. Bevor wir auf die Zukunft schauen, was ist bisher geschehen? Was ist das Bündnis Freie Bildung in der Kurzfassung? Das Bündnis Freie Bildung ist ein Zusammenschluss von Organisationen, Einzelpersonen, Institutionen, die sich für freie Bildung einsetzen. Das heißt für offene Lizenzen in der Bildung, für Open Source in Bildungsinfrastrukturen, Software, auch für eben den souveränen Umgang mit dem Netz. Wir versuchen eben mit politischen Entscheidungstragenden zu sprechen, um das Bildungssystem ein bisschen mehr zu öffnen, das demokratischer zu machen, partizipativer zu machen. Inwieweit kann man sagen, dass das quasi eine Lobbyarbeit für OER ist? Also wir verstehen uns schon als zum einen Forum, wo Menschen, die sich für offene Bildung interessieren, hinkommen können, sich miteinander austauschen können, Ideen austauschen können, auch sagen können, was ihnen nicht gefällt am Bildungssystem. Das Ganze nehmen wir dann, verpacken das in Positionspapiere, in Statements und richten diese dann auch gezielt an eben politische Entscheidungstragende, das heißt Abgeordnete im Bundestag, in den Landtagen, im Ministerium. Was waren ein paar Beispiele aus der bisherigen Arbeit? Wir haben zum Beispiel Wahlprüfsteine erstellt für die verschiedenen Landtagswahlen und auch, die Bundestagswahl, sogar auch mitgeholfen bei der Europawahl. Wir beziehen immer Stellung zu jedem Koalitionsvertrag in den Bundesländern, auch eben von der großen Koalition gerade. Und außerdem organisieren wir jetzt schon im 2. Jahr gemeinschaftlich mit der OKF und Wikimedia das Forum Open Education. Das ist ein Forum, eine Veranstaltung, in dem Bildungspraxis, Zivilgesellschaft und Politik zusammenkommen, sich über politische, bildungspolitische Themen austauschen, gemeinschaftlich zusammenarbeiten, diskutieren und eben dann auch in die Zukunft blicken und sozusagen was verabreden. Machen wir eine kurze Vorschau. Es gibt eine Jahresplanung für 2020. Was steht da drin? Genau, wir haben uns im Oktober getroffen in unserem jährlichen Koordinierungstreffen und haben uns nochmal überlegt, okay, was wollen wir denn nächstes Jahr erreichen? Haben natürlich geschaut, was gibt es nächstes Jahr, was steht auf der Agenda. Das BMBF hat vor, eine umfassende OER-Strategie auf den Weg zu bringen und natürlich beschäftigen wir uns damit. Wir versuchen, dass unsere Argumente für offene Bildung von politischen Entscheidungstragenden gehört werden, aber auch, dass Institutionen weiterhin offen sich weiter öffnen, Open Policies einführen. Und das sind so unsere zwei Stränge. Zum einen eben die Politik, zum anderen die Bildungspraxis. Wenn man jetzt sich dieses Video anschaut und sich denkt, das finde ich sehr spannend, ich möchte mehr darüber wissen oder vielleicht Stufe 2 sogar da mitmachen, was wären die Möglichkeiten, die man auf Stufe 1 und Stufe 2 hat? Wenn ihr mehr wissen wollt, sehr gerne einfach unter bündnis-freie-bildung.de auf unsere Webseite gehen. Da sind alle Informationen. Wir haben einen Blog, in dem wir unsere Stellungnahmen veröffentlichen, in dem wir auch einfach das politische Geschehen ein bisschen kommentieren. Mitmachen geht eigentlich ganz einfach. Sprecht uns an, spricht ein Mitglied des Bündnisses an, schreibt mir eine Mail, sagt, ihr habt Interesse, euch für offene Bildung einzusetzen. Und dann entscheiden wir dann im Konsensverfahren, im Bündnis über die Mitgliedschaft. Genau. Vielleicht nochmal einen Punkt nochmal zu unterstreichen, den du vorhin auch schon genannt hast. Man muss nicht eine Organisation sein, um aktiv im Bündnis mitarbeiten zu können. Na genau, also das Bündnis stützt sich auf eine Vielfalt von Einzelpersonen, Menschen aus Bildungsinstitutionen wie Schulen, Hochschulen, aber auch Softwareentwickler, EduTech-Mitglieder, die sich einfach für offene Bildung einsetzen, ein bisschen ihrer Freizeit investieren möchten, um eben das Bildungssystem auch besser zu machen. Ganz, ganz herzlichen Dank. Alles Gute für 2020. Vielen Dank.